Hallo! Gesicht der Franchise. Ich weiß bei sowas aber nicht, ob das gecopyrighted ist oder nicht. Sagen wir mal nein. Und ich bin auch ehrlich, ich habe nicht gelesen, was da los ist. Alonso macht irgendwas für uns. Fan Meet and Greet. Oh, bevor man in die Liga kommt? Mutig. Mit welchen Fans treffe ich mich jetzt? Oder? Achso, einfach mit irgendwelchen. Okay, cool. Gut, da musste ich jetzt auch gar nichts machen. Das war einfach nur so ein Zwischendurchding, wo man eine Entscheidung treffen konnte. Und dann würde ich sagen, Edit Avatar? Na. Edit Class? Upgrade Available? Ach, das ist mein Hauptding da, ne? Boah, damit habe ich auch gefühlt noch gar nichts gemacht. Skill Points. Oh, ich habe 3 Skill Points. Speed Monster, Skill Moves. Oh, habe ich nicht 3? Oder muss ich die bestätigen oder was? Nope. Und dann Quickness noch 1. Okay, cool. So, ich weiß nicht, ob das jetzt Auswirkungen hat auf meinen Typen im Hauptmenü, der da mal rumsteht, wenn man das Menü lädt, oder auf den Charakter hier, aber egal, wir machen jetzt erstmal Continue. Unten ist hinter meiner Facecam Road to the Draft und Welcome to Nike ist abgehakt, Challenge the Best müsstet ihr schon lesen, ist abgehakt, College Legacy ist abgehakt, What's Your Brand ist abgehakt und jetzt gibt's nur noch NFL Ready und Draft. Mal gucken. Wenn es so ist wie die letzten Jahre, ist danach die Franchise ja quasi vorbei. Ah, Drake. Ey, das ist gefühlt das, was am allerschnellsten gefunden wird, einfach Drake. Das ist, also, ja. Ich glaube, ich werde den Modus auch nicht mehr lange spielen. Ich will halt den Draft für nächstes Mal machen und dann gucken, wie der Modus läuft, sobald man in der Liga ist. Aber es ist für jemand, der Videos auf YouTube macht und für Streamer ist es halt mega uncool, wenn du die ganze Zeit im Hintergrund Copyright-Musik hast, die du nicht abstellen kannst. Wir practicen hier aber gleich, das ist cool. Und sobald es ins Game geht, ist ja hoffentlich nicht wie letztes Mal, sondern so wie immer ist dann keine Musik, sondern Game-Sound. Wir haben wieder Musik. Aber wisst ihr was? Ich skipp den Quatsch einfach, weil ich keine Ahnung habe. Die reden nicht mal was. Okay, nice. Badam, und da ist wieder Game Sound. So, was machen wir jetzt? 4 Drills, Test, Different Skills. Okay. Mobility, Beat the Clock. Frage ist, renne ich jetzt erst rechts rein oder renne ich erst links rein? 15 Sekunden. Eigentlich habe ich in 15 Sekunden gut Zeit, erst nach links zu laufen und dann. Okay, probieren wir es mal. Okay, wir halten den Dude. Rechts. Oh mein Gott, Alter. Und jetzt einen dicken Bogen und zurück zu dem Ding. Wo ist er? Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, die hatten geplant, dass man das anders macht, aber ist mir egal. One more spot to hit, but we'll give you 5 more seconds. Okay, 20 Sekunden. Ah, jetzt kann ich das, glaube ich, gar nicht mehr machen, ne? Ich glaube, ich muss versuchen, den ersten mit dem Move zu erwischen, ansonsten ist vorbei. So halb funktioniert. Jetzt habe ich keine Energie mehr. Wo ist der? Hier. Oh, Gott sei Dank, ey. Oh, 30 Sekunden nerven mich doch nicht, ey. Das ist nämlich das Ding. Ich kriege keine Skill-Moves hin. Auch der eben, der hat nicht wirklich funktioniert. Na egal. 2 von 6 bisher. 2 von 3, die ich gemacht habe. Get past the defender and score. Okay, einfach nur irgendwie scoren. Seht ihr? Die Juken sind kompletter Müll. Der reagiert nicht mal darauf. Make a move in space. Ja, versuche ich die ganze Zeit, ihr Eimer. Guck, was soll ich da machen? Lass mich mal wissen. Bin nur ich das, der dieses Jahr mit Skill Moves nicht klarkommt? Habt ihr super Erfolg damit? Weil ich habe das Gefühl, egal was ich mache, es funktioniert einfach nicht. So, was soll das hier? Guck mal. Wow, Spin-Move. Die reagieren nicht. Mann! Und normalerweise wäre mein Instinkt immer, das näher an denen dran zu machen, aber das klappt auch nicht. Alter! Es klappt nichts! Das ist komplett unsinnig. Die steuern einen darauf hin, dass man wirklich nur noch Kurven läuft. Alter Schwede.
Was? Jet Sleeve, was soll ich damit? Rich Eisen wieder, egal, wir gehen direkt auf Continue. Ich habe keine Lust, den zuzuhören. Tut mir leid. Rich Eisen, eigentlich ein super Typ, aber die Musik nervt mich. It's great to meet you, Coach. Thanks for stopping in. Man, ey. Nervige, blöden Skill-Moves, Junge. Das ist natürlich super, wenn man dann eine Running Back-Karriere hat, ne? This is cool. You ain't so bad. Oh, jemand von euch hat mir übrigens gesagt, ich soll einstellen, dass ich nur mich steuere auf dem Feld. Ist eigentlich auch clever. But I think I've watched every single snap of yours from college. I don't think I've seen a more well-rounded player at your position. Thank you, coach. I appreciate that. I mean that. But here's what I want to know. Where does that come from? Because it's more than just God-given talent. Definitely, man. Training, was geht? Look, this is my whole life. I want to be the greatest. And to do that, I have to outwork everyone at everything. In the film room, in the practice field, in the gym on game day. Everywhere. You must watch a lot of film then. Gotcha. Watching every highlight reel of every Hall of Fame player I can find. Yeah, highlight reels are taught. You know, smart. Learn from the best. Exactly. And I'm not going to be content until it's unanimous that I am the best. All right. Well, here's my promise to you. If I end up coaching you, I'm going to do everything in my power to make sure that you get there. So, privater Coach, mit dem ich dann in der Offseason hänge oder was? I heard the phrase "Pupukai Holomua." It means unite to move forward. Pokali Homo. Ah, Mann, Alter, schon wieder im Hintergrund. I like that. Drecksong. Also, es ist kein Drecksong, aber yeah, was soll das? We'll definitely be in touch. Und eigentlich, guck mal, die Frage ist dann immer, reden die Leute und rede ich genug drüber, dass der YouTube-Algorithmus das nicht erkennt? Weil es ist halt eigentlich eindeutig, dass ich keine Lieder klauen will. Aber ne, es ist egal. In Amerika wäre das auch nicht so ein großes Problem, weil es da Fair Use gibt mit transformativem Inhalt. Aber gibt es nicht in Deutschland, deswegen kann ich da nichts machen. Toter Anzug, toter Anzug. Und beide Knöpfe sind zu, was soll das? Macht man nicht. Alles falsch, alles falsch. Macht nicht beide Knöpfe zu. As a kid, I always dreamed about standing on that stage, hold up that trophy. Seit er drei, nee, hat er nicht. When I win, I'll make sure you get up on that stage with the team. Nein. When we'll get without you. Kann man nicht machen. Man, but that is your moment. Ist so. You got a mogul and the best agent in the game with you. Oh, so you became an agent? How about we just focus on phase one? Getting drafted. Oh, you don't know? We're going international. Think in London, Mexico, Australia. Berlin. You got your passport ready? So, can he just focus on the interviews I have set up from tomorrow? Interviews, interessant, geil. Getting on with me. That's how it works. You with it? Always. Da, Musik geht laut, ich überspringe kurz. Okay. Wir sind in der Nia Palenko Show. You know, you don't see a lot of players sign with a relatively unknown agent. Yeah, yeah. Convince him to sign. She's more hungry than I am. You need those types of people. Tote Mikrofone, yeah. Have to convince him. Keine Mikrosense aus, yeah. Heutzutage, yeah. There was a lot of doubt when he made the announcement, but Radio zumindest nicht, yeah. She just had to be herself. You're just a number out there for something. Her vision, her path, she's gonna change the game, and I'm committed to making it happen. Well, she has to be good to get you to sign with Nike. Oh, sagt dir Nike oder sagt dir Nike? Habe ich letztens wieder drüber nachgedacht. We don't disclose numbers. Ich sag manchmal so, glaube ich. Getting him with Nike was a big deal for me. The greatest athletes in the world are a part of this family. You should be no different. Sag mal, hat EA irgendwie einen Deal mit Nike oder so? Aber warum pushen die Nike so, ohne mir überhaupt die Möglichkeit zu geben, mit einer der anderen Marken was zu haben? So, weil ich sag mal, bei 2K habe ich noch im Kopf von irgendeinem 2K Basketball-Dings, NBA 2K, was ich gespielt habe, da konnte man sich aussuchen, bei welcher Marke man einen Vertrag annimmt. Die hatten verschiedene Angebote und sowas. Aber hier ist halt direkt so Nike und die sind die ganze Zeit so am Hintern von Nike. Yeah, that was definitely one of the biggest you made a moments over the last few months. There's been a ton of them, no doubt. But getting the chance to take part in this event was a huge deal. Die Untertitel sind wieder komplett was anderes, als sie sagen. Okay, war verzögert. I did. And it's something every football fan needs to do. Jetzt sind die Untertitel weg. So you have to be selected in the upcoming draft, potentially first round. Wisst ihr was? Leck mich, ich überspringe das. You heard the man. Das ist auch total dumm gemischt.
Ich weiß nicht, ob ich es in der kurzen Zeit jetzt mitgekriegt habe, weil ich ja auch noch drüber rede, weil ich versuche, über die Musik zu reden. Aber die Musik war genauso laut wie die Leute, die geredet haben in der Szene. Das ist wirklich wieder Schimpansen-Story vom Feinsten. Aber wir sind schon im Draft. I wish you nothing but the best of the draft tomorrow. This was fun, Nia. Appreciate you. Cringe. Sorry. Sorry, ich konnte nicht. Ich konnte nicht. This is the first time I ever seen you look nervous. I'm good. Oh, man. You sure? I'm good. Just been waiting on it. Working on the weekend like usual. Yeah, man, you the rookie of the year. You haven't even walked across the stage yet. Can he get picked first? Everybody in this room know he's gonna be a problem no matter which team drafts him. Missing piece to a championship. Wo will ich hin? Not one. Texans. Not two. Not three. Can he focus on the draft? Guck mal, Kyle Pitts im Hintergrund. Trevor Lawrence gibt. Ge- Hey, it's all good. It's gonna end up being the biggest mistake they ever made. Wo will ich hin? We good. Wer braucht einen Running Back? Falcons? Hey, it's on, right? Nah, I'm sitting here with my phone off. Wer war noch da oben? Bills, aber da würde ich ein bisschen fallen. Da würde ich ziemlich fallen. Aber juckt nicht. Oh, ich habe vergessen, wie der Effekt heißt, aber ich liebe den. Hallo? Hey, Coach. Coach, wer? Yeah, I'm doing great. Coach. Oh my God. Yeah. I'm ready. Coach. I'm so ready for this. Let's do it. I can't wait. Thank you so much. Die Musik, Alter. Coach, I'll see you soon. Okay. Boah, wer? Das können die ja nicht sagen, glaube ich. Komm, sag jetzt. My bride here had to see the NFL. Yeah, we big time, Zoe. We big time. This is your night. Sag doch an. You were made for this. Now just remember, you still got work to do. Walk that stage, man. Ich bin vielleicht ein bisschen überkritisch. Was sitzt denn Trevor Lawrence noch hier rum? Oh, Jets. Interessant. Zweiter Pick direkt. Aber ich muss leider die Stimmung kaputt machen, glaube ich. Und die Musik wegnehmen. Das ist so dumm. Aber Jets immerhin. Jetzt haben die Jets zwar keinen Quarterback, aber einen Running Back. Frag mich, ob Michael Carter trotzdem noch da ist oder nicht. Und die Musik ist weg. Your passion for the game of football has been well documented over your very successful collegiate career. Dankeschön. It's made you one of the most popular players in recent history. Tell me, what do you want to say to the millions of fans you just gained simply by being drafted to the team they call their own? Fuck off. Man, I just want to say that. Ach so, okay. Oder so. The best is yet to come. I promise you that I'm going to give everything I have, not only become the face of this franchise, but the face of the NFL too. Oh. Well. He's been the face of college football for a few years. Mutig, ja. Now, he's already looking forward to the challenge of representing the NFL. Guys, back to you. Man kann so gar nicht irgendwie... Man kann... Congratulations again. Nichts entscheiden. This is only the beginning. I'm just gonna start. So kleine Sachen. Von wegen, was sage ich jetzt hier? Eher so was Bescheidenes oder eher was auf die Fresse mäßiges, was er jetzt gesagt hat. Oder alleine... Das klingt total dumm, weil es eigentlich irrelevant ist, aber was für ein Outfit man anzieht zu dem Draft. Das sind so kleine Sachen, die einem super dabei helfen würden, dass man mehr, dass das Ganze immersiver ist, dass man mehr drin ist in der Story. Weil momentan, ich habe überhaupt keine Bindung zu dem Hauptcharakter, zu uns quasi. Ich habe keine Bindung zu der Agentin. Ich habe keine Verbindung zu dem anderen Typen, wo die ja gerade diese Heartstring-Story erzählen wollten, von wegen, Bro, ohne dich hätte ich sie nicht hingeschafft und so. Ich habe keine Verbindung zu irgendwem. Also, das ist klar. Echt the home schlecht. Tab is your personal dashboard. Keep track of your goals, stats and information on your weekly opponent at a glance. Ja, ja, okay. Manager activities. Okay, cool. It's the shoes. Wir kriegen Schuhe. You've been busy, huh? I thought I'd be stuck in the OTA dorms. You will be soon.
But after OTAs, the keys are all yours. Yo, this is a real nice spot. Had to get it right. Tatsächlich ziemlich no geil. No mansions on the rookie deal, so this is gonna in be York. A place for a while. Bye. So what's this business you want to talk about? Ich bin mir relativ sicher, dass das nicht New York ist. What's this about? Zebraschuhe. It's a housewarming gift. Zebraschuhe kann man immer machen. Ne? Like it's all her. Nike Zebraschuhe. Nike Zebraschuhe, yeah. What'd you think? Zebraschuhe. You killed it, bro. Hoffentlich kann ich mit dem Design Team to customize your pee. Had to add that personal touch, you know? Wisst ihr was? Ich überspring den Quatsch, denn da ist wieder Musik. Wir haben Zebraschuhe, yeah, yeah. Hoffentlich hat man die wenigstens im Spiel an. Sync with Coordinator. Kukukai Holomua. That's my coordinator? I must be in the right place. Well, you tried. I'm impressed. It's good to see you, though. Absolutely. Ah, okay. I was so pumped when I heard you were interviewing for the defensive coordinator job here. Ach, der hat ihn danach gekriegt. This year, coach. Bruh, that's definitely the plan. Man, and I've been reading for that playbook nonstop ever since you sent it over. Hey, man. I'm glad to hear you've been doing your homework. Die haben den offensive coordinator nach dem Draft geholt? I gotta make a couple calls real quick. I'll meet you down in the practice field in a bit. Sound good? Okay. Okay, Dog. Kann man mal machen, auf jeden Fall. So, Meeting York habe ich doch gerade schon gemacht. Was ist denn los? Oder war das jetzt nur mein Position Coach? Nee, dann hätte er das Playbook nicht gehabt. So you're the one the entire offensive staff is hyped about, huh? Was, sie ist jetzt mein Koordinator? Was? I'm Alexandra Bishop, Defensive Coordinator. Nice to meet you, Coach. Eine Frau als Defensive Coordinator. Wow. Can't wait to see you bring the same energy here. Yay, so fortschrittlich, ne? Now we're talking. Hey, I may be the defensive coordinator, but that doesn't mean I wouldn't love to see our offense putting up some big numbers. Okay. Aber nicht im Training, Dann im Training, Well, I'll see what I can do about that. Yeah. I think we have the potential to be really explosive this year. Überhaupt kein hölzernes Gespräch. Why don't you make some time to come down to the film room? Getting a defensive staff's perspective could really help elevate your game. Uh-huh. Okay. We'll do, coach. Jeez, Coach. Sinnig, okay. So, was kann ich jetzt machen? Wir Team Added Player Advanced Week. Gehen wir mal auf Advanced Week. Ich hoffe, wir sind jetzt... Vielleicht kann man die OTAs spielen, aber ich fürchte nicht. Sitting the Preseason. What? I'm confused. Come on, man. They hold out on me in the preseason. I didn't get a choice. Das ist... Be patient. Stell dir mal vor, Draft ist ein Running Back auf 2, der nicht verletzt ist, und dann lässt er ihn einfach raus. Und ich will nicht die 1 haben. Obviously the franchise value. Look, let that anticipation build. You feel me? Boy, trust me. Boy, I've been in this game for a long time. For a long time. Preparation is what keep me on this field right here, and that's what you gotta focus on. Alright? Hi. Okay, you're right. You master that playbook, and we'll light them up in the regular season. I promise you that. Yes, sir. Yes, sir. kann ich noch wählen? Alright, okay, ich kann aber trotzdem nicht. Added Player, Added Class? Ne, Added Equipment, wa? Vielleicht kann ich jetzt... Aha, seht ihr, da geht's doch schon mal gut los. Ich kann mir die Nummer aussuchen. Eine, die noch frei ist, nehme ich an. Ah, okay, 5 ist weg. In den 20ern. Ist auch tot. Oh, warte mal. Könnte ich eine 90er-Nummer einfach so nehmen? Ja, aber wozu? Dann sind wir die 6. Es sei denn... Könnten noch ein Kamara-Fanboy... Ne, könnten wir nicht. Okay, wir sind die 6. Equipment. Ist alles falsch. Ist alles falsch. Oh, da ist er. Shot of 7. Ja, nice. Gut, haben wir das. Weiser, nein. Pacifier Team Color, jawohl. Face Mask. Eye Paint. Neckpad. Backplate, jawohl, natürlich.
Gib nur nochmal, gut. Sleeve, long, ja, so will ich. Tight, ja, lass mal Standard. Turf Tape, jawohl. Sleeve Temperature, das verstehe ich nicht ganz. Ich glaube theoretisch, je weiter nach rechts du es machst, umso früher hat der Sleeves an, glaube ich. Left Wrist. Wristband, ne. Normal Tape, White, what? Okay, das will ich haben. Ah ne, nicht Secondary. White möchte ich eigentlich haben. Tape Wrist Normal. Weil Secondary, manchmal machen die komische Sachen bei Color Rush und sowas. Deswegen machen wir mal den hier. Let's go, das ist doch schon mal gut. Left Hand, eigentlich ist jetzt nicht so wichtig, aber kann man hier überhaupt Cutters haben? Nee, ne? Alter, wie viele Nike-Handschuhe haben die denn? Player Exclusive? What? Was ist das denn? Was ist das denn? Full White, Full Black? Jordan? Hm? Taped Fingers? Und dann kommt jetzt wieder Nike. Ne, okay, dann gehen wir zu guten alten Adidas zurück. Freak. Der ist so gut. Der ist doch gut. Ist eigentlich nicht so wichtig, was ich hier gerade mache, ne? Aber. Okay, cool. ThinkPad, Towel, Normal, wo ist es? Ist nicht da. Ah doch, es ist vorne. Na egal. Handwarmer, nope. Kneepads. Sockheit, Takt und. Dann gehen wir hier auch auf Adidas irgendwas. Dreck, bin in die falsche Richtung gegangen. Hat was. Ja, nehmen wir. Gut. Okay, damit haben wir jetzt das komplett unnötige Equipment verändert. Aber, hey, wenigstens das, was ich gerade meinte. Jetzt fühlen wir uns ein bisschen wohler. Advanced Week. Ich kann scheinbar immer noch nicht spielen. Ist ein bisschen doof. Preseason Injury. One of the lead teammates has been injured. Oh no. Hey man, now you see why they have you taking it easy throughout the preseason? If you got injured before the season started, hey man. Sorry Jungs, aber das ist Musik. Und der Modus war verbuggt, der hat zweimal mit dem gleichen angefangen. Okay, irgendein Teammate hat sich verletzt, jetzt ist eine Presse. Das ist keine Pressekonferenz, das ist ein Offensive Coordinator Meeting. Und das ist Musik im Hintergrund. Ich hoffe einfach nur, dass wir jetzt hier irgendeine Frage beantworten können oder so. Gemeinsam anpassen und nach vorne gucken. Okay, es war wieder einfach nur eine Szene. Alles klar. I don't know. Da haben wir wieder Musik. Oh, das klingt wie Passalu, aber es ist nicht Passalu. Carter Landry ist unser Mentor. Mit seiner Hilfe, let's go. Okay, jetzt können wir wieder überspringen. Sorry, dass ich nicht so wirke, als wäre ich richtig drin. Ich bin nicht richtig drin. Advanced Week. Ich kann nichts machen. Ich wollte eigentlich wenigstens noch ein Spiel spielen jetzt heute. Aber irgendwie, oh, ich kann einen Ton wieder machen. Irgendwie kann ich die ganze Zeit nichts machen. Ich versuche heute noch ein Spiel hinzukriegen, weil momentan können wir sowieso nichts machen, außer die ganze Zeit nur in die nächste Woche zu gehen. Und uns irgendwelche Stories über verletzte Teammates anzuhören, deswegen. Okay, Zeit fürs NFL-Debüt gegen die Pibbity Panthers. Moment mal, jetzt sind wir hier Jets und in meiner anderen Franchise. Na, egal. Egal. Cheat. Oh, ey, lass mich, sorry. You haven't played a single snap. See? Now it's obvious that you haven't played a single snap in the preseason when you say something foolish like that. Sorry, Diam. Listen, if you still feel that. Bro, ah, ich hasse das. Es tut mir so leid, dass ich das überspringen muss mit der Musik. Worüber die gerade geredet haben, ist aber interessant. Training. Weil da gesagt wurde. Das schlechteste NFL-Team würde das beste College-Team immer komplett kaputt machen. Und das stimmt halt. Oh, hätte ich eins weiter innen nehmen müssen. Das war mal bad. Da habe ich wieder zu schnell Sprint gedrückt. Warum ist denn mein Jersey eigentlich zweifarbig da hinten? Und das von den anderen nicht?
Nice. Ja, keine Ahnung, warum mein Jersey irgendwie gescheckt ist, aber macht ja nichts. Wow, CJ Mosley. Da konnte ich nicht wirklich was für, wenn ich ehrlich bin. Das war schon mal besser. Okay, come on, come on, come on. Oh, da kam ich wieder nicht nach außen, bevor CJ Mosley durchkam. Der ist einfach zu gut. Overload. Nope. Hätte ich springen müssen. Na egal. Probieren wir selber zu kriegen. Es ist Training, bin ich ehrlich gesagt nicht allzu fast. Es ist so schwerfällig alles. Bis man irgendwie ein bisschen die Richtung ändern kann, das ist... Diese ganzen Umrenn-Moves und Stiff-Arms, die funktionieren besser als letztes Jahr, finde ich. Aber Jukes und Spins... Ciao. Da ist er, der Touchdown. Haben wir Silber gekriegt, wenigstens was. Continue. Das versuche ich natürlich nicht nochmal zu machen jetzt. Und dann gucken wir mal, ob ich jetzt die Einstellung finde, dass... Was? Your X-Factor stays on when activated for the next game. Okay, also sobald ich einmal den X-Factor aktiviert habe, bleibt der wohl an. Und ich muss jetzt nur noch in den Einstellungen finden. Kein Lust. Be humble. Oh Gott! Was haben die mit Robert Saleh gemacht? Jesus. Die Einstellung finden, dass ich... Mann! Are you ready? I'm ready. Die ganzen nervigen Stories. Die verstehen... Ich habe das Gefühl, die verstehen nicht, was wir wollen. So, ich hoffe, ich kann die Einstellung jetzt noch treffen. Oh! So, Options, Settings, Game Options. Wo ist denn das? Full Field Control oder so ist das, ne? Ah, ich glaube, das ist jetzt hier nicht drin. Aber das hätte ich vermutlich vorher machen sollen. Ach nee, Super Sim? Custom Play Options. Okay, sagen wir einfach, wir spielen nur Offense. Dann haben wir die Hälfte davon heute, sage ich mal. Jetzt müssen wir zwar auch passen und so. Und nach wie vor auch die Plays callen. Oh, schade. Wenn ich da nicht abgebounced wäre, sondern mich irgendwie hätte vorbeischlängeln können. Ach, Zach Wilson haben wir trotzdem gedraftet. Das ist natürlich interessant. Clever gelöst. Oh, warum gehst du noch? Oh, warum ist der nach außen gegangen? 75. Egal, 2 für 20 nehmen wir, aber das war auch anders offen gerade. Call mal einen Pass. Guter Pass. Guter Pass. Wisst ihr was? Wir spielen jetzt einfach mal nur eine Hälfte. Weil das natürlich sonst ein bisschen dumm ist. Wenn ich jetzt auch die Würfe nehmen muss und so, dann ist es wirklich, als würde ich einfach zweimal Jets-Franchise spielen. Und wieso ist mein Jersey immer noch so zweigeteilt? Was ist denn das? Seht ihr, was ich meine? Das unter der Nummer, also ab der Hälfte der Nummer, ist es so dunkel. Oh, ich hätte... habe mich die ganze Zeit hin und her entschieden, ob ich X oder Viereck, X oder Kreis werfen will. Und letztendlich habe ich keinen davon geworfen. Shoot. Das war natürlich ein bisschen dumm. Spin funktioniert natürlich mal wieder gar nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe nicht, was sie von mir wollen. Oh, ganz weites Field Goal, damn. Kameras aus, Moment, geht gleich wieder an, keine Angst. Ach, zu kurz, wisst ihr was, Kamera bleibt aus. Die Folge geht vermutlich sowieso nicht mehr allzu lang. Dann lassen wir die Kamera einfach aus, continue to next moment. Ach, obwohl.
Ich war eigentlich nur zu faul, um aufzustehen. Jetzt bin ich doch aufgestanden. So, 1,50 im ersten Viertel. Die Jets sind 7, die Jets, ja. Die Panthers sind 7-0 vorne. Nice. Elijah Moore hat gerade den Block verhauen, kam dann zurück und hat so die Arme auseinander gemacht. So wie, was los? Was passiert? vielleicht finden wir Crowder. Oh ja. Oh nein. Was für eine tote Route, Jameson Crowder, Alter. Ja, die Skill-Moves von dem funktionieren. Frechheit. Aber was war das denn für eine Route, ey? Es war gefühlt mehr eine Dingsbums, ein Fade, als ein Corner. Innen, ja. Nein, was? Glitch. Oh, der ist durch den Block durchgerutscht. Ich habe gerade geträumt von einem ganz, ganz weiten Touchdown. Man, schönes Kinders. Probieren wir Crowder nochmal, vermutlich lieber nicht, oder? Oh. Der kam auch, der sollte gefloatet werden. Ich glaube, ich habe sogar diesmal geschafft, den zu floaten, aber kam halt aus dem Sack nicht raus. Cole, du bist schnell, gib ihm. Aha. Der an der Sideline gerade. Super motivierter Typ. Okay. Zweites Viertel beginnt. Wir sind 14-0 hinten. Das ist natürlich nicht optimal. Was war das denn schon wieder für ein Block? Das sah eigentlich aus, als ob er den richtig gut innen hätte. Und auf einmal ist er außen. Ich bin manchmal ein bisschen verwirrt. Denn dann ist es nämlich schwer, Blöcke zu lesen. Blöcke vor allem. Blocks zu lesen. Wenn dann solches Zeug passiert, wisst ihr? Oh. Ja, der hatte keinen Bock auf Interception. Ach, das ist Landry, das ist unser Mentor-Typ da. Carter Landry. Aber gerade so, Kollege, gerade so. Die schlagen mir so viele Läufe vor. Ich will eigentlich die ganze Zeit. Ah, jetzt ist Michael Carter wenigstens mal drin. Ich will eigentlich nicht die ganze Zeit laufen, nur weil ich halt der Running Back bin, sag ich mal. Ich vertraue den Elijah Moore Blöcken, Blocks irgendwie. Was sag ich denn mit Blöcken die ganze Zeit? Blocks irgendwie nicht. Ansonsten wäre ich da vielleicht außen vorbei gerannt, aber ich vertraue den Blocks nicht. Ich wollte eigentlich nicht den Draw callen, sondern den Tight End Drive, aber dann haben wir jetzt halt Slants. Oh, Pi! Der ist ja wohl komplett in ihn reingerannt, oder nicht? Alter. Oh, wenigstens Punkte auf dem Board erstmal. Mal gucken, ob unsere Defense uns jetzt den Ball wiedergibt oder nicht. Ja, nice. Okay, cool. Ein Stretch Alert haben wir, den ich nicht werfen werde, weil da drei Leute drin sind, die potenziell drin stehen könnten. Seht ihr, ich wollte einfach nur ein Stück weiter nach innen und ich habe keine Ahnung, was das für Footwork war gerade. Jetzt war die obere Hälfte von seinem Jersey dunkler. Irgendwie sind die noch nicht ganz wach. Jetzt wieder die untere Hälfte. Okay. Seams, let's go. Oh, keine Seams, 2-Minute Warning. Defense, clear out. Der ist ein Titan, ich dachte, der ist ein Receiver.
Boah, alle zu. Alles zu gewesen. Ich hätte vielleicht links nehmen können, den Set da, aber... Gegen Cover 4, wow. Also, ich weiß, dass die gematcht haben, aber trotzdem. Das war nicht mal schlechtes oder unglückliches Playcalling, sondern einfach nur sehr gute Coverage. Kann man nichts gegen sagen. Kriege ich den Ball nochmal? Jawohl. Crosser. When in doubt, call crossers. Habe ich den Ball gerade weiter vorne gekriegt, als ich ihn, nein, abgegeben habe? Vielleicht war es ein Turnover. Der Wurf, Wilson. Hat er die... Nee, hat er nicht. Das war Wilsons Schuld. Der Wurf war verzogen. Das könnte doch Pressure sein. Ist es nicht. Shit. Was ist... Oh mein Gott, das ist... Ich krieg einen Anfall. Der macht einfach einen Juch und rennt weiter geradeaus. Schon wieder aus dem Sack. Meine Fresse, hier funktioniert auch echt gar nichts gerade, ne? Timeout. Alter Schwede. Also ich, logischerweise, ich konzentriere mich jetzt hier auch nicht sonderlich aufs Playcoin. Ich drücke einfach immer irgendwas. Aber trotzdem. Dann hat man mal wen offen und dann wird der Wurf verzogen. Dann finden die den Weg nach dem Catch nicht hoch. Dann ist der nächste Wurf verzogen. Under pressure inaccurate. Oh, war ja, ey. Tackle ist natürlich noch mit genau einer Sekunde, aber von der 44, da passiert nichts. Na gut, wir skippen jetzt einfach mal die ganzen Momente. Gucken, was passiert. Ich habe ja gesagt, ich spiele nur eine Hälfte. Nächstes Mal spielen wir dann das ganze Spiel, aber halt nur als wir selber. Ich bezweifle, dass es die... Fähigkeit inzwischen gibt, die Plays nicht callen zu müssen. Das ist ja das, was ich immer haben will, weil man ja eigentlich nicht der Offensive Coordinator ist, aber wer weiß. Ansonsten drücke ich vielleicht immer einfach nur Dreieck, das hatten wir auch schon ein paar Mal gemacht. Ich habe kein Interesse an der Pressekonferenz. Aber ganz ehrlich, lasst mich mal wissen, was? Ja, okay, cool. Lasst mich mal wissen, ob ihr wollt, dass ich das weiterspiele, weil ich bin ehrlich, ich habe nicht so wirklich Spaß an dem Modus. Deswegen hetze ich halt hier auch alles und rutsche hier durch. Das ist so... Also ich stelle erstmal in den Optionen das ein, was ich denke, was ich einstellen sollte. Ist es bei League Settings oder ist es bei User Settings? Ability Control ist es nicht. Full Unfield Control. Okay. Off. Das wollen wir haben. Jetzt dürfte ich beim nächsten Mal nur der Running Back sein, falls es nächstes Mal geben soll. Also ich bin gespannt auf zwei Arten von Feedback. Einmal von den Leuten, die schon weitergespielt haben als ich den Modus. Lass mich wissen, lohnt es sich? Kommt da noch viel Zeug oder bleibt das alles so wie dieses Jahr bisher und wie letztes Jahr? Denn dann würde ich sagen, vermutlich eher nicht weiterspielen. Und alle anderen... die es noch nicht gespielt haben, lasst mich wissen, wollt ihr das weiter sehen oder wollt ihr stattdessen lieber mehr normale Jets-Franchise haben, mehr andere Videos. Ich werde in nächster Zeit vielleicht auch wieder ein, zwei Ultimate-Team-Videos bringen, die sind dann halt eher witzig, als dass ich da wirklich gut bin, aber mal gucken. Also ja, lasst mich wissen, generelles Feedback, wollt ihr mehr davon, wird das cooler, was auch immer. Hoffe sehr, dass es euch trotzdem bisher gefallen hat mit dem Schimpansen-Modus. Wir haben da vielleicht ein bisschen zusammengelitten und gelacht, was auch immer. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.